Hallo und herzlich willkommen direkt vom Wald. Ich bin nicht im Wald, weil da ist es dunkel, hier draußen ist mehr Licht und irgendein Idiot ist auf die Idee gekommen, dass man ja die Uhr jetzt auf Winterzeit umstellen muss. Ergo, ich habe viel weniger Zeit, um zu filmen und muss mich beeilen. Also, es geht jetzt doch noch einmal um die tollen Bundeswehr-Wasserentkeimungstabletten, die man relativ gut auf eBay und in irgendwelchen Army- oder sogenannten Army-Shops bekommt, je nachdem, wo man da hingehen möchte. Habe ich mich schlau gemacht inzwischen, wo man die Teile theoretisch herbekommen würde. Ich habe ja meine geschenkt bekommen. Da an dieser Stelle übrigens jetzt nochmal vielen Dank. Und jetzt gibt es dazu doch ein extra Video. Denn der Marcel hat wissen wollen, inwiefern die Teile denn wirklich und endlich haltbar sind. Und ob das das gleiche Zeug ist, was im Micropur drin ist. Weil Micropur hat ja ein Verfallsdatum. Inwiefern das jetzt nur ein Politikum ist mit dem Verfallsdatum. Also, es ist folgendermaßen, hier ist drin abgekürzt Natrium-DCC. Das heißt dann im ausgeschriebenen Zustand, ich gucke nach, Natrium-Dichlor-Isocyanurat. Cyanurat, doch, ja, so heißt's. Oh, also, das Zeug ist jetzt per se erstmal keine gute Idee, wenn man das einfach so verschluckt, denn es ist nach der schönen GHS-Gefahrstoffkennzeichnung sowohl explosionsgefährlich, gesundheitsschädlich und umweltgefährlich. Das heißt, man darf hier auch nicht draufhauen, denn tatsächlich kann unter Umständen durch Gewalteinwirkung einen heftigen Schlag auf dieses Zeug eine Explosion erzeugt werden. Müsste man ja fast mal ausprobieren. Was wir dann trinken, ist nicht mehr dieser eigentliche Stoff hier, sondern sein Produkt, wenn man es ins Wasser reinschmeißt, was sich dann bei Auflösungen entsprechend herstellt. Und das ist hypochlorige Säure, heißt das dann entsprechend. Und ist dann an sich eigentlich nicht mehr als Gefahrstoff gekennzeichnet und hat keine ausgewiesenen gefährlichen Bestandteile und sollte dann eigentlich nicht gesundheitsschädlich sein. Wie gesagt, die Tabletten in ihrer eigentlichen Ursprungsform sind es sehr wohl. Die sollte man also nicht irgendwie mit Feuer in Verbindung bringen. Die brennen zwar selber nicht, erhöhen aber die Brennbarkeit von allem anderen. Also wenn man irgendeinen Stoff hat, der brennt und da dann nochmal zusätzlich diese Tablette drauf schmeißt, dann brennt der Stoff, der brennt erheblich besser bzw. schlagartig so stark, dass es dann auch eben zu besagter Explosion kommen kann oder eben durch draufhauen, theoretisch, das müsste man wirklich mal ausprobieren. Als Umweltgift töten sie quasi alle möglichen Mikroorganismen, die für die Umwelt halt eben wichtig sind, diese Tabletten, und bringen so die Bakterienflora des Bodens irgendwie so ein bisschen durcheinander, zum Beispiel jetzt im Fall vom Boden. In Gewässern können sie auch prima Fische und Schalentiere und alles, was da sonst noch so drin lebt, an sympathischen Organismen umbringen. Man sollte also schon aufpassen, dass man die jetzt nicht wirklich irgendwo, also außer natürlich in einer Notsituation, großartig ins Ökosystem einbringt. Wie gesagt, eigentlich sollte das Zeug, wenn es dann im Wasser aufgelöst ist, nicht mehr gesundheitsschädlich sein. Wahrscheinlich ist das mit Vorsicht zu genießen, weil gerade bei diesen alten Tabletten, die man noch aus Bundeswehrbeständen bekommt, kann man wohl davon ausgehen, dass sich das vielleicht nicht alles hundertprozentig auflösen wird und man dann eine kleine Menge von dem Zeug doch noch in seinem Rohzustand einnimmt. Wäre vorstellbar. Ob das jetzt wirklich unbedingt so sein muss, weiß ich nicht. In jedem Fall wäre es, glaube ich, keine gute Idee, das jetzt in riesigen Mengen zu verzehren. Was mich wirklich stutzig macht, ist, dass der gleiche Stoff auch im Micropur Forte drin ist. Micropur Forte ist so der Klassiker unter den Wasserentkeimungsmitteln auf Chlorbasis. Killt auch eigentlich so ziemlich alles, was mit chemischen Wasserentkeimungsmitteln zu killen ist. Das Wasser schmeckt danach nicht besonders toll. Aber interessant ist jetzt, dass zu Micropur Forte mir nichts bekannt war und ich habe mich damit durchaus ein bisschen intensiver auseinandergesetzt als mit diesen Dingern hier. Da war mal nichts bekannt, dass das in irgendeiner Form gesundheitsschädlich sein soll oder in irgendeiner Form gefährlich. Interessanterweise ist auf der Dose auch, beziehungsweise im Internet, nichts zu finden, wo steht, dass das irgendwie umweltgefährdend ist und andere fiese Eigenschaften hat, sofern man es nicht vorher ins Wasser schmeißt.
Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Außerdem, auf Wikipedia steht auch noch bei diesem Stoff hier, dass der in Deutschland eigentlich bloß noch zu Militärzwecken und im Katastrophenfall zugelassen ist. Also nur in super, super Ausnahmesituationen und ansonsten bloß noch zum Swimmingpool desinfizieren oder ähnlichem taugt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Wikipedia muss ja nicht zwingend stimmen, aber irgendwie irritiert mich das jetzt schon so ein bisschen. Zumal ja auch der Soldat wohl ursprünglich immer gesagt bekommen hat, die Teile sind ungesund, die soll man ja nicht so fressen, sondern wenn, dann nur im Wasser verwenden und dann auch nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Das ist jetzt schon so interessant, ne? Zumal man ja diesen Tabletten auch nachsagt, die hätten kein Verfallsdatum, während bei Micropur Forte eine Haltbarkeit von 5 Jahren angegeben ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das mit der Haltbarkeit bei Micropur Forte nur ein Politikum ist. Davon gehe ich eigentlich fast mal aus, weil der Stoff an sich sollte von seinen chemischen Eigenschaften, sofern er absolut trocken und lichtgeschützt und am besten noch luftgeschützt gelagert ist, und ich gehe mal schwer davon aus, dass diese kleinen Papierdingerchen, auch wenn sie wie Papierdingerchen aussehen, wahrscheinlich noch irgendwie so bedampft sein werden mit Alu oder was auch immer, dass da drin quasi nichts reinkommt, sofern sie noch ganz sind, natürlich. Ergo sollte man ihnen dann schon eine unendliche Haltbarkeit unterstellen können, und da das auch kein Stoff ist, der in irgendeiner Form strahlt, löst er sich auch nicht von alleine in seine Einzelteile auf. Sprich, das ist eine in diesem Zustand so verpackte, sehr stabile Verbindung, da dürfte eigentlich nichts passieren. Ergo, die müsste eigentlich unendlich lange haltbar sein, und daher vermute ich jetzt mal, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die im Prinzip das auch sind und es sich bei Micropur Forte dann nur aus rechtlichen Gründen um eine Haltbarkeitsbeschränkungsangabe handelt. So meine Theorie dazu. Wenn ihr das Zeug jetzt nach ewig langer Zeit dann jetzt trotzdem nochmal verwendet und dann krank werdet, bin ich es aber nicht gewesen, möchte ich nur nochmal betont haben, bevor dann irgendjemand sich beschwert bei mir. Ja, und warum helfen die Teile jetzt zum Wasser desinfizieren? Die zerhauen mit ihrer starken Oxidationsreaktion Zellwände und DNA. Und alles, was einem irgendwie was tun könnte, irgendwie eine Form von Zellwand hat. Viren haben es ja eigentlich, theoretisch gesehen ist das eigentlich keine Zellwand, aber hat so eine ähnliche Beschaffenheit, so ein bisschen in die Richtung. Das hauen sie jedenfalls auch kaputt. Und dadurch, dass sie DNA zerhauen, ist dann vom Virus an sich überhaupt nichts mehr übrig. Und das gleiche gilt auch für Bakterien oder Protozoen. Die werden dann auch durchlöchert und was an DNA drin ist, ebenfalls klein gehauen. Und damit sind die dann auch futsch. Bei Wasserentkeimungschemikalien muss man grundsätzlich immer darauf hinweisen, dass es sich um klares Wasser handeln muss. Ergo, wenn irgendwelche Schwebstoffe, Dreck und sichtbare Verunreinigungen drin sind, ist es enorm wichtig, dass man das dann vorfiltert durch. Zu diesem Zweck hat der Bundeswehrsoldat übrigens auch ein Taschentuch dabei. Besagtes Taschentuch beispielsweise. Natürlich tut es auch ein T-Shirt oder ein Hut. Oder halt hier der berühmte Chemek-Lumpen oder was ihr halt sonst zur Verfügung habt. Es wäre wirklich wichtig, dass da dann keine Schwebstoffe mehr drin sind in eurem Wasser, denn innerhalb dieser Schwebstoffe können sich dann auch nochmal entsprechend krankmachende Wesen befinden, und die gehen dann nicht kaputt, weil dieses Zeug immer nur Oberflächen angreifen kann. Wenn ihr also was habt, was als Klumpen da drin rumschwimmt, dann habt ihr bloß einen Klumpen mit steriler Oberfläche und innen drin ist immer noch Halligalli. Grundsätzlich sollte man, wenn man trotzdem sein Wasser nicht ganz sauber bekommt, dann auch drüber nachdenken, ob man vielleicht die Menge an den Tabletten, die man dafür verwendet, erhöht, beziehungsweise die Menge an Wasser, die man mit einer Tablette desinfizieren bzw. entkeimen möchte, verringert. Sprich, man nimmt nur 450 ml Wasser statt 500 oder nur 400 oder gar nur 300, aber ab dem Punkt wird das, glaube ich, vom Geschmacklichen her unerträglich. Also ich habe das mit Micropur mal ausprobiert und der Survival Martin hat das übrigens auch mal sehr eindrucksvoll in einem Video getestet, hat auch eine relativ geringe Menge Wasser genommen und da so eine Tablette reingeschmissen, die ursprünglich für einen Liter gedacht gewesen wäre. Ich glaube, das war auch Micropur, was er da verwendet hat, und es hat ihm nicht besonders gut geschmeckt. Ihr könnt euch das Video ja gerne mal irgendwie raussuchen, ich bin zu faul zum Links
Ja, vielleicht schreibe ich ihn auch rein, wenn ich doch nicht zu faul sein sollte, wenn ich das Video editiere. Wahrscheinlich bin ich. Wie dem auch sei, ja, geschmacklich Katastrophe. Mich irritiert wirklich diese Diskrepanz zwischen in Mikro pur forte, scheint es völlig in Ordnung zu sein und kein Hahnkräter nach, dass es genau dieselbe Chemikalie ist. Als Bundeswehrvariante ist es nicht okay. Man muss dazu sagen, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass Mikro pur forte im Gegensatz zu diesem Zeug hier noch eine Silber-Ionen-Komponente enthält, die dafür sorgt, dass das Wasser nach dem Entkeimen dann auch keimfrei bleibt, also langfristig konserviert ist. Für ein halbes Jahr, ich weiß es nicht genau, ich meine fast, das wäre immer ein halbes Jahr gewesen bei diesen Silber-Ionen-Geschichten. Vielleicht ist es auch weniger, aber es ist definitiv viel länger, als ihr brauchen werdet, wenn ihr euch in der Natur rumtreibt und einfach mal schnell euer Trinkwasser für jetzt gleich desinfizieren wollt. Die Teile hier von der Bundeswehr tun das nicht. Die haben wirklich nur die kurzzeitige Alles-Umbringen-Wirkung und danach verkeimt das Wasser wieder. Und spätestens nach 24 Stunden sollte man es dann auch wieder nicht mehr trinken, weil es bis dahin dann schon wieder belastet ist mit diversen lustigen Lebewesen. Steht hier, glaube ich, sogar drauf. Tatsächlich. Rest innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Da könnt ihr es lesen. Zweite Zeile von unten. So schaut's aus mit dem Zeug. Da wollte ich jetzt doch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Hat mich jetzt auch selber interessiert, muss ich sagen, nachdem da entsprechender Kommentar zukam. Also zusammenfassend, theoretisch unendlich lange haltbar, theoretisch auch gesundheitlich kann es so schlimm nicht sein, wenn Mikropur auch okay ist. In Wasser wohlgemerkt, im Originalzustand, also ohne vorher in Wasser aufgelöst zu sein, ist das Zeug definitiv nicht gesund und das gilt dann genauso übrigens auch für das Mikropur-Zeug. Ich meine, wenn man die Packung in Händen hält, sind aber auf dem Mikropur auch so Gefahrensymbole drauf. Hat einer von euch so eine Packung gerade zufällig griffbereit und kann mir das bestätigen oder in einen entsprechenden Kommentar da lassen? Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr euch gut mit so einem Zeug auskennt und dann noch irgendwas ergänzen wollt, wie immer gerne, sehr gerne sogar. Und ja, und jetzt habe ich echt keine Zeit mehr, hier noch irgendwas großartig zu drehen, weil es schon wieder dunkel wird. Um 16:30. Frustrierend. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.